Folge 247 findet keinen Weg mehr. Ja, da war der Michael Friedrich wahrscheinlich auch mit unterwegs, der mir freundlicherweise mitgeteilt hat, dass ich hier unten die Oberleitung nicht zu Ende gemacht habe. Der Mast, der das Kabel stramm hielt, war wahrscheinlich aus diesem Grunde zu sehen, weil hier das Stück fehlt. So, jetzt finden die keinen Weg mehr. Okay, das sind jetzt die beiden, die weggefahren sind da hinten. Oder welche beiden sind das? Lupe. Angucken. Der und der. GZ3-Bahn. Es sind zwei Züge, die auf der gleichen Linie sind und das gleiche transportieren. Das bedeutet. Warum finde ich keinen Weg mehr? Weil wahrscheinlich ein Wegpunkt da nicht gesetzt ist, weil der irgendwo im Nirvana liegt. Nee, doch nicht. Okay. Wo wollen die denn hin? Nach Riedenburg-Raffinerie? Warte mal hier. Da haben wir noch nichts gemacht. Hier haben wir. Das heißt, es muss ja hier sein. Findet keinen Weg mehr. Irgendwo könnte hier was falsch laufen. Ist hier auch noch was, was da fehlt? Ist da noch ein bisschen Strom zu wenig? Ja, 75 Dollar gerade angeschmissen. Sieht so aus, als ob es das gewesen sein könnte. Ja, der fährt, das bedeutet, das geht. Aber da die beiden ja sowieso schon hier, ne, auf der gleichen Linie fahren und auch den gleichen Zug haben, geht einer davon definitiv zum Depot, beziehungsweise beide gehen zum Depot und einen lösen wir auf jeden Fall auf. Der ist leer, sind sowieso beide leer. Das ist der, das ist der. Warten wir beide zum Depot. Weil wir machen aus den beiden einen dann, ne? Und das andere, der fährt auch mit nix durch die Gegend. Das heißt, der kann da auch gleich zum Depot. Und das ist der da oben gerade. Dann ist das der, der kann auch zum Depot. Weil da machen wir das gleiche mit und wir machen da auch eine andere Lok dran, ne, jeweils. Das ist Mischzug, ne? Stahlstückgut, die Stückgut können wir rauslassen, weil das fährt ja der im Endeffekt. Weil die sind ja auf der gleichen Linie, ne? Also spielt es keine Rolle. Dann können wir hier noch Siloware machen und Stahl. Und hier, der macht Stückgut sowieso. Jetzt frage ich mich gerade, der Fahrplan hat aber auch nirgendwo 100%. Okay, dann sollte das alles funktionieren, wie wir das vorhaben. So, wer ist als nächstes zum Depot? Wahrscheinlich er hier. Der kommt da jetzt an unserem neuen Bahnhof vorbei, oder? Das ist das Chemiewerk, genau. Fazit-Depot, ich gehe mal von aus, dass das tatsächlich jetzt hier auch fürs Depot ist und der hier ist der erste. So, das bedeutet, hier können wir mal gerade zumachen. Achso, wenn die Fahrziel-Depot haben, dann machen wir da zwar einen raus, aber wir haben ja da unten schon gesehen, dass da nur ein kleiner Bahnhof ist. Ja. Dann gucken wir doch mal schnell die Bahnhöfe. Das ist umgebaut. Er fährt hier vorbei. Okay, der ist noch nicht umgebaut. Ich glaube, ja,
Mach mal bei einem das Pipo raus. Und bei dem anderen ruhig rein. Die können wir schon mal wegschmeißen, auf Deutsch gesagt, weil da sowieso nicht geladen wird. Aber es nützt nichts. Wir müssen erst diesen Bahnhof zum Beispiel erarbeiten, damit wir die austauschen können, ne? Dann lass die mal zu. Der fährt jetzt nicht. Doch, die fahren zum Depot. Dann ist gut alles. Dann, ach, die können wir dann auch zumachen. Aber wir müssen jetzt hier erst das umbauen. So, Gleise verlängern. Hier sind wir natürlich schon mal sehr schön. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15. Und 16, oder? Müssen wir die Schleife zurückfahren noch. So passt es. Dann machen wir erstmal hier. Okay. Das hat gut geklappt mit dem Zug. So passt es. Keine Ahnung, warum man es da gerade anders gemacht hat. Und hier hinten gibt's Strom. Und da auch. Und da auch. Gut, das sollte so gehen. Dann müssen wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Haben wir richtig gemacht. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen mit dem Malen. So, und Bahnhof passt. Umgebaut, ne? Da kommt schon einer von den beiden, die wir dann demnächst auch noch umchecken müssen. Der hält tatsächlich noch hier an. Dann behalten wir den jetzt auch gerade hier nochmal. Wenn wir den nicht vergessen. So, das war, glaube ich, hier jetzt, ne, genau, Zementwerk, der ist im Depot angekommen, den schmeißen wir nach da unten gerade, das war hier, ne, ja, das ist jetzt da unterwegs irgendwo, okay, das heißt, da müssen wir als nächstes verlängern, und dann fährt der noch nach da ganz hinten hin, ne, der war jetzt verkehrt, ganz vorne ist es dann, ne, ne. Stopp mal. Der ist da. Der ist da. Und der ist auch da. Das mache ich jetzt gerade falsch. Ach so, wir erwischen den richtigen Bahnhof nicht immer. Und der ist da. Den können wir aber auch umändern. Das ist alles gut. Machen wir so, ne? Lass mal den erstmal machen. Hier wird sowieso am schwersten, weil da unten das Wasser ist. Also wir müssen wahrscheinlich erstmal gerade... Der hat auch das Depot erreicht, den lege ich mal da unten noch hin. Erstmal die Gleise hier legen. Weil die müssen hier irgendwo immer rausfahren. Schick, wie das da geworden ist, ne? Haben wir schon, haben wir schon. Sind ja nur zwei Gleise, sehe ich gerade. Okay. Strom. Gibt's auch. Passt dann. Da müssen wir ein Gleis abarbeiten. Das ist dann da. Und dann den neuen Bahnsteig gerade erstmal zaubern. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Haben wir da auch 8 oder so? Und dann müssen wir hier hinten noch verlängern. Das ist 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Passt. Ein weiter nach da noch. Ja. Und der geht dann nach da, oder? Machen wir so. Strom drauf. Dahin. So. Dann diese Weichen schnell wegmachen. Und hier muss noch eine Linie, ein Gleis noch darüber. So. Und die Auswahl zum Bahnhof steht. Keine Ahnung, wo. Na, wir stellen sie auf jeden Fall dahin. So passt's dann. Und hier baue ich mal. Die Linie so hin. Dann fahren die vielleicht da lang. Um abzukürzen, ne? Wer nicht in diesen Bahnhof muss. So, dann Signale hierhin. Und Signal dahin. Passt soweit. Signal dahin, würde ich sagen. Jetzt kann hier noch was weg dann, ne? So, hier machen wir mal da ein Einfahrtsignal hin. Okay. Und dann basteln, warte mal, die fahren ja jetzt, nee, da sieht's noch nicht ganz hübsch aus, das machen wir gerade noch. So sieht's hübscher aus. Immer schön in Richtung der Signale, ne? Dann klappt's auch mit dem Wegbauen. Genau so haben wir gerade darüber gesprochen, ne? Nein. So. Und so. Sind die da doof, aber ist egal, bleibt so. Und hier muss noch. So. Und dann kommt da noch ein Signal wieder hin. Dann können die da rausfahren. Ach so, mhm. Aber reinfahren können sie nicht, ne? Okay, dann müssen wir das nochmal überlegen, dass wir das doch so lassen hier. Ich glaube, ich mach's hier so. Stromleitung dran. Haben wir. Dann kommt hier noch so ein Signal hin. Dann können die da auch in das Bahnhof reinfahren, wenn sie da lang wollen. Ich weiß nicht, ob sie es nutzen. Wir werden es sehen. Und jetzt noch den Bahnsteig verlängern auf jeden Fall. So. Die kommen von hier, können da reinfahren in die Gleise und können da rausfahren. Können sie hier nicht. Die fahren immer oben raus jetzt.
So, jetzt können sie auch da rausfahren dann. Lassen wir so. Schick ist was anderes, aber naja, wir machen's, ne? So, Strom. Sieht so aus, als ob das überall ist. Hier gibt's ein Halt-Wartesignal. Okay, die warten natürlich immer mit verdammt langen Zügen. Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt richtig gemacht haben. Ja, da ist ein 12er Zug. Wenn die mit 15 ankommen, können die hier nicht vorher warten, ne? Aber man muss ja auch nicht immer das Worst Case erstmal haben, ne? Wir werden sehen, wie es ist. So, ich glaube, das geht dann hier. Gut. Irgendwann kommt ja sowieso die Meldung, dass es nicht geklappt hat, ne? Ich glaube, da machen wir mal gerade noch ein Signal weg, sehe ich gerade. Das machen wir da auch weg und mach da mal gerade ein neues hin. Und zwar hier. So. Sieht schicker aus, oder? Und die anderen müssten wir auch alle machen. So, der fährt schon hier tatsächlich rein. Dann können wir ja sehen, ob er auch durchfährt. Der muss nur länger werden, ne? Aber dafür müssen wir noch einen Bahnhof umbauen. Er fährt zurück. Da oben darf man nicht langfahren. Wahrscheinlich ist das hier die kürzere berechnete Strecke. So sieht's wohl aus, oder? Nee, er fährt nach links. Okay, dann hat's einen anderen Weg. Warum kommt er von hier und fährt wieder nach da? Okay. Einmal bitte verfolgen und... Wo ist denn das jetzt? Ach so, der war jetzt nicht der Richtige, oder wie sehe ich das? Das war nicht der Zug. Okay, der fährt auf jeden Fall da richtig. Da haben wir irgendeinen anderen Zug ausgewählt, ne? So, haben wir? Haben wir? Und haben wir noch nicht. Zeit. Ist schon wieder eigentlich Folge zu Ende, ne? Ja, komm, machen wir auch nicht mehr. Nächstes Mal sind wir dann hier mit dem Verlängern zugange und dann werden wir die Züge auf GZ3 Waren, dann Güterzug 3 Waren umändern, dass die länger werden. Zwei Stück verschiedene sind das. Einmal der Dingens, sag schon, Palettenzug und dann der mit Stahl und mit Siloware. Die machen wir dann nächstes Mal länger, dann klappt das schon. Dann schmeißen wir auch hier unten die beiden aus dem Depot raus. Machen wir jetzt nicht mehr. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Und gerne Kommentare schreiben, genauso gerne wie das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.